Diesmal zeige ich euch den Rastler 4x4. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Matzes Modellshop aktuell. Hier habe ich den Rastler 4x4 und zwar in der Brushless VXL Version. Der Rastler 4x4 ist jetzt relativ neu am Markt und ist etwas oberhalb preislich auch vom normalen Rastler, aber doch deutlich günstiger, wie wenn ich jetzt ein Hoss, ja gut, Hoss ist etwa gleich, aber wenn ich jetzt einen Max nehme oder Revo, X-Max, die ganzen Geschichten, da ist er halt preislich etwas drunter und bietet trotzdem Allrad und in dieser Version halt auch Brushless-Antrieb. Und deswegen ist es eigentlich ein sehr interessantes Modell. Er hat den Schnellverschluss von Trexxas, also man hat keine Spinde mehr bei der Karosserie. Die Karosserie ist auch sehr hochwertig gemacht. Also ihr seht, hier sind wirklich Kunststoff, Applikationen, wo ein bisschen Schutz bietet bei Überschlägen. Auch innen drin ist die Karosserie verstärkt. Die hält also deutlich mehr aus wie eine normale Lexan-Karosserie. Zum Modell an sich, also er ist komplett anders aufgebaut wie der normale Rastler. Die teilen sich eigentlich nur Namen und, ich sag mal, die grobe Optik. Er hat ein anderes Chassis wie der Rastler, der Antrieb ist anders verbaut, er hat natürlich Allrad, wie es der Name schon sagt. Er hat standardmäßig eine Wheelie-Bar drin und ist, wie bei Trexxas üblich, vollständig wassergeschützt. Verbaut werden können zwei oder drei Akkus, natürlich auch Nickel-Metall-Hybrid-Akkus. Bis zu 6000 mAh passen rein. Aber da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen, es sind vor allem Trexxas-Akkus, was reinpassen. Die haben ein bisschen andere Maße wie normale Akkus. Einfach, man muss da ein bisschen aufpassen mit der Akkugrößen. Falls ihr kein Trexxas verwenden möchte, einfach vorher ausprobieren, passt er rein oder passt er nicht rein. Die Akkuhalterung ist hier, wie bei Trexxas bekannt, eigentlich Akku reinlegen und einrasten, fertig. Man kann das auch umdrehen, dass höhere Akkus reinpassen. Es ist im Lieferumfang auch enthalten so Schaumstoff-Pads, dass wenn man einen zu kurzen Akku hat, dass der nicht hin und her rutscht. Und was ich auch toll finde ist, ich hab's hier, also es ist natürlich hier für die Stoßdämpfer ein bisschen Einstellzubehör dabei. Bisschen Standardwerkzeug ist dabei und was ich toll finde ist, es ist auch das Ritzel dabei für höhere Geschwindigkeiten. Also gerade wenn ich mit dem 3S Akku fahre, 5000 oder 6000 mAh, kann ich, wenn ich das höhere Ritzel reinbaue, deutlich höhere Geschwindigkeiten erzielen. Also da läuft er über 100 km/h und das ist schon ziemlich ordentlich für so ein Modell. Hier Trexxas typisch, wieder alles unten schön glatt. Es ist fast alles aus Kunststoff, aber sehr hochwertiger Kunststoff. Die Vorder- und die Hinterachse kann ich mit wenigen Schrauben einfach demontieren, abbauen und zu Reparaturzwecken oder wenn ich einfach nur eine Wartung betreiben möchte, mal sauber machen, mal neu fetten, kann ich die mit wenigen Handgriffen, mit wenigen Schrauben, kann ich die Vorder- und die Hinterachse getrennt voneinander abbauen. Er hat das Trexxas Stabilitätsprogramm. Und er hat auch das von Trexxas, dass ich mit einem Knopf, wenn er auf dem Rücken liegt, das Modell aufrichten kann, ist auch verbaut. Ansonsten, wie gesagt, alles schön wassergeschützt. Es ist natürlich der neue Trexxas Stecker verbaut. Und ich kann es empfehlen, verwende Trexxas Akkus und idealerweise natürlich ein Trexxas Ladegerät. Dann hat man überhaupt keinen Stress, man kann nichts falsch anschließen. Es lädt alles richtig und es passt auch alles wunderbar rein. Wenn ihr andere Sachen verwendet, andere Ladegeräte und andere Akkus, könnt ihr natürlich etwas Geld sparen unter Umständen. Man muss halt, wie gesagt, hier drauf gucken, dass es reinpasst. Und das zweite ist,
beim Anschließen, wenn ihr unerfahren seid im Modellsport, wenn das jetzt euer erstes Modell sein sollte, dann müsst ihr einfach darauf aufpassen, dass ihr halt im Ladegerät die richtigen Einstellungen macht. Das alles vermeidet ihr mit einem Trexis-Lader und Trexis-Akkus. So, was es noch zu sagen gibt, er hat sehr hochwertige Antriebswellen verbaut. Das sind nicht so einfache Knochen, wie man das von anderen Herstellern kennt. Das sind wirkliche massive Wellen aus Kunststoff, aber mit Metallverzerrung. Also die Stifte, was drin sind, sind natürlich alles Metall. Dadurch ist natürlich die Masse sehr gering, die bewegte Masse, und sie ist trotzdem sehr stabil. Es sind auch progressive Federn verbaut. Also umso mehr man sie einfedert, umso härter werden die Federn. Das hat vor allem den Grund, dass er nicht so schnell durchschlägt, wenn man jetzt höhere Sprünge macht. Im Lieferumfang ist die Trexis übliche Zweikanal-TQI-Fernbedienung enthalten. Mit der könnt ihr nicht nur das Modell, sondern auch andere Trexis-Modelle fernbedienen. Ihr könnt auch ein Smartphone mit ihr verbinden. Da habt ihr so ein bisschen Telemetrieanzeigen und Einstellmöglichkeiten. Dazu braucht ihr aber das Bluetooth-Modul. Das kann ich euch empfehlen, dass ihr das gleich dazu bestellt. Jetzt bauen wir mal wieder zusammen. Und dass ihr mal wisst, wie groß das Ding überhaupt ist, messe ich nochmal geschwind aus. Also Gesamtlänge mit Wheelie-Bar sind so 50 cm. Die Breite sind so 33 cm und die Höhe sind so circa ja, so 16 bis 17 cm. Also ein normales Modell, sage ich mal, in der normalen 1 zu 10er Größe. Bei Trexis ist es ja teilweise ein bisschen abgefahren, was die Größen angeht. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir einfach eine E-Mail und ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Vergesst es abonnieren nicht. Bis bald, euer Matze.